irgendwie cool. Nein. Du? Nein. Gut, dann mal weiter. Aber irgendwie cool, wie sie beim Nachladen der Waffen trotzdem mit ihrer schwebenden Hand die richtigen Fingeranimationen macht. Das sieht man, wie detailliert das Ganze ist. Das fällt einem so im Spiel gar nicht auf. Jetzt kann ich leider nichts nachladen, aber bei der Waffe gerade sah das richtig gut aus. Cool, cool. Na gut, die haben schon ihr "Es sind keine Monster mehr in der Gegend" Sätzchen aufgesagt, ihr Sprüchlein. Das ist super. Das heißt, wir können uns jetzt in Ruhe umsehen und etwas Neues finden. Flammenwerfer. Oh yeah, neue Waffe, neues Glück. Der Flammenwerfer ist ziemlich spitze. Den will ich mir aber, glaube ich, lieber ein bisschen aufheben. Nehme jetzt mal Armbrust und Gewehr, wobei Armbrust, naja, schauen wir mal. Der Armwack ist super, oder? Ich finde auch. Gab's da nicht mal einen Trash-Film mit einer Killerhand? Garantiert. Und zwar nicht nur einen. Da traue ich mich wetten. Aber ich muss da an Armee der Finsternis denken. Da gibt's doch die Szene... da gurgelt was im Dunkeln. Wo der gegen seine böse Hand kämpft oder sowas. Deswegen muss er es ja abhacken und hat dann eine Kettensäge stattdessen. Ihr habt doch schon euer "Wir sind in Sicherheitssätzchen" aufgesagt. Warum höre ich denn jetzt plötzlich so viel Monstergeräusche? Weil wir jetzt gleich in eine andere Etage müssen und da sind vielleicht wieder welche. Ups, da haue ich gleich mal das Mikro ein bisschen. Wenn das so ist. Hand runter, Kettensäge drauf. Wäre auch für die Welt von The Last of Us nicht das Blödeste. Ich meine, in der Welt von The Last of Us wird man wahrscheinlich an einer Infektion sterben. Oder so. Aber abgesehen davon... Und eine Kettensäge als Hand ist in den meisten Situationen sehr unpraktisch. Aber abgesehen davon, abgesehen von den allen logischen und sinnvollen Einwänden, wäre es absolut genial. Für was haben wir eigentlich Gasmasken? Ach so, das ist ja Säure. Das sind ja keine Sporen, das ist ja Säure. Hui. Die Bandage. Hey, dann wirklich jetzt? Ja. Der Bug ist zwar jetzt echt lustig und albern, aber da sehe ich neue Details in dem Spiel, die mir noch nie aufgefallen sind. Weil jetzt schwebte gerade die Bandage so seltsam über unserem Kopf. Und da ist mir jetzt aufgefallen, dass die kleiner wird. Die rollt tatsächlich was von der Bandage ab. Die Kernbandage schrumpft durchs Wickeln. Das sind so ganz kleine Details, die absolut unnötig sind eigentlich, die die aber tatsächlich gemacht haben. Weil die einfach crazy sind. Wenn es um den Detailgrad in diesem Spiel geht. Ich hasse das. Vom Burrito-Essen bis zum Bandagieren ist wirklich alles bis ins kleinste Detail wunderschön gemacht. Schon faszinierend. Eine Gatling statt einer Kettensäge. Wie bei Final Fantasy. Ich weiß, wenn wir schon so weit wären, dass ich mal einfach so Module aufstecken könnte, dann... Also wenn... Ne, dann kann man so ein Handmodul für den privaten Gebrauch haben und ein Kettensägenmodul für die Zombie-Apokalypse. Und dann finde ich super. Dann bin ich dabei. Warte mal, wie springt man gleich nochmal? Ich hab's wirklich vergessen. Ah ja, gut. Auf X. Puh, ich war mir nicht sicher, ob das der richtige Weg ist, ehrlich gesagt. Bin mir immer noch nicht sicher, ob ich nicht wieder zurückgesprungen bin. Okay. Dem haben wir es gezeigt. Ich hasse dieses Gebäude. Geh weiter runter, wir sind fast draußen. Ab November geht es. Was geht ab November? Dass man modulare Hände sich ansetzt, anbaut. Das finde ich gut. Bin ich dafür.
Wartet mal. Ja! Freiheitsstatuen-Simulator 2000. Oh, Grace, can't you see? Bla, 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 bla. Okay. Ach, bei Cyberpunk. Ja, das stimmt, genau. Das stimmt. Gegen so... Moment mal, geht's da unten weiter? Sollen wir da runter vielleicht? Ach ja, stimmt, wir sind von hier gekommen. Du hast absolut recht, Lev, oder wie du heißt. Ich bin doof. Du hast recht. Also gegen so Cyberpunk-mäßige Argumentationen, die halt dann besser aussehen, als das oft in so Cyberpunk dargestellt ist, hätte ich überhaupt nichts. Fände ich total cool. Ich bin da überhaupt kein... Aber biologische Körper sind doch aufgrund ihrer biologischen Natur viel wertvoller, Kerl, oder so. Überhaupt nicht. Ist mir alles wurscht. Weg damit. Weg mit dem ganzen Biokram. Bessere technische Teile ran. Wunderbar. Da wäre ich der Erste. Nee, der Erste wahrscheinlich nicht. Weil ich hätte ernsthafte Zweifel, dass das alles wirklich schon so ausgereift ist, wenn das auf den Markt kommt, wie es sein müsste. Aber wenn das dann irgendwann mal etabliert ist und funktioniert und keine Spätfolgen hat, dann wird alles ausgetauscht. Fedra, ja. Ich habe gehört, er foltert Geld. Lass uns jetzt nicht darüber reden. Okay. Hast du schon mal wen gefoltert? Lev, lass uns erstmal von hier verschwinden. Zum Glück ist es nicht der Mittelfinger, den sie ab und zu ausstreckt. Fehlt nur noch die Strophe mit Bomben in der Luft. Ja, als ich das zum ersten Mal gehört habe, das war in einer Komödie. Ein Fortschritt. Da dachte ich wirklich, dass die Strophe ein Scherz ist. Aber die gibt's wirklich. Ja. Und du? Soll ich ehrlich sein? Nicht mein bester Tag. Es gibt wirklich eine Strophe über irgendwelche Bomben, die irgendwie in der Luft sind. Und was da total glorifiziert wird. Naja. Amerikaner halt. Was soll man machen? Oh, die Scheiben sind schon kaputt. Ich war mir nicht sicher, ob die kaputt oder nur am Rand sehr schmutzig sind. Sind aber leider kaputt. Weil sonst hätte ich die gerne eingeschlagen. Ab ins Loch. Manchmal habe ich das Gefühl, ich könnte nur in Zitate von 90er, frühe 2000er Jahre Spiele reden. Was? Oder Pornos. Zitate von Pornos, sagt die Merlin gerade. Ach so, weil ich ab ins Loch gesagt habe. Haha. Ich verstehe. Ich habe es überhaupt nicht gecheckt. Was? Ne, passt schon. Das sind zu viele Dämonen. Such weiter nach einem Weg hier raus. Oh, oh. Nein, dann bin ich gut. Das ist jetzt aber tatsächlich mit dem Arm ein bisschen doof, mit dem Glitcharm, weil ich nicht genau weiß, was in den Animationen eigentlich passiert. Teilweise ein bisschen schlecht im Nahkampf. Okay. Ist er tot? Ich glaube tatsächlich. Ja, so ein Flammenwerfer. Wir haben es geschafft. Der große Dämon ist tot. Der ist schon nützlich. Ja, ist er. Na los.
Verdammt, hab ich Ressourcenknappheitsprobleme. Du hast den ganzen Text gerade gelesen. Okay. Ich will es gar nicht so genau wissen, glaube ich. Wie crazy die Strophen teilweise wirklich sind. Ich glaube, die chinesische Hymne ist es. Ich habe mir mal alle möglichen Hymnen durchgehört und die chinesische Hymne klingt, finde ich, voll wie ein Western. Ich finde, die klingt wie Western-Musik. Wie was, das man in so einem alten Italo-Western erwarten würde. Die ist ziemlich cool. Schauen wir uns mal hier noch ein bisschen um. Ich kann echt ein bisschen Ressourcen brauchen. Und die Türen sehen so einschlagbar aus, aber sind es scheinbar nicht. Come on! Dann nehme ich wohl doch mal ein Medikit. Die indische klingt wie ein Kinderlied. Ah, okay. Auch nicht schlecht. Ich bin wirklich gespannt, wo das mit dem Armglitch noch hinführt. Ob sich irgendwann, wahrscheinlich muss das Spiel, ne, wir haben bestimmt bald einen Szenenwechsel. Dann werden alle Modelle neu geladen und so weiter und dann hört der wahrscheinlich auf. Aber mal abwarten. Vielleicht haben wir noch die ein oder andere bizarre Szene, gerade in den Cutscenes. Mann, Mann, Mann. Das Spiel, ey. Naja. Abby kriegt so ein unglaublich reichhaltiges Waffenarsenal. Das ist schon cool. Hey, Moment mal. Wir haben da einen Skill in einem der Skill Trees, der mich interessiert, theoretisch. Haltbarkeit der Waffen plus 1. Ja, das ist okay. Das ist auch nicht zu teuer. Das ist billig, den nehmen wir. Hast du noch was? Eingewurzelter Pilzmensch? Nee. Na los. Auf geht's. Verdammtes Gebäude. Kann doch das Gebäude nichts dafür. Schön, dass das Brecheisen hinter der Tür liegt, die man aufbrechen will. Ha? Na. Glaub schön langsam habe ich wieder genug Schrott, dass eine Werkbank vielleicht sogar mal wieder sinnvoll wäre. Ich bin mir nicht sicher. Bin mir nicht sicher. Waren doch immer nur so kleine Schrotthäufchen bis jetzt. Ein bisschen irritiert der Arm hier schon. Der versperrt die Sicht immer so stark. Das ist wirklich. Ah, da liegt eine seltene Was ist das? Sammelmünze. Eine Münze. Eine kleine Mütze? Was? Eine kleine Mütze. Eine Axt. Oh, hier ist Johnny.
Du kannst die Maske abnehmen. Danke. Irgendwie ist das schon cool, oder? So ein lächerlich riesiges Hotel so ausgehöhlt zu sehen. Ist schon irgendwie schön designt hier alles. Siehst du den Aufzug da vorne? Ja. Das wäre der Weg gewesen. Keine Infizierten. Cool, Lev. Lass uns den anderen nicht sagen, was los war. Ich will nicht, dass Yara sich sorgt. Du bist ein guter Bruder. Kann ich dich was fragen? Okay. Bereust du, dass du dich rasiert hast? Bei uns gibt es keine Reue. Lev. Ich hätte einfach weglaufen sollen. Dann wäre Yara das alles nicht passiert. Sie wäre zu Hause, bei unserer Mutter. Braucht eure Mutter zu Hause denn Hilfe? Sie ist unsere Mutter. Es ist unsere Pflicht. Immer diese jahrzehntealten Schokoriegel, die irgendwo draußen in der Wiese liegen. Die sind bestimmt die besten. Die haben so ein erdiges Aroma. Das stimmt. Warte mal, da müssen wir lang. Dann gehe ich nochmal kurz. Mach noch schnell da einen Abstecher. Ja, Pistolenmunition. Schrotflintenmunition. Was für eine Art Café war denn das vor dem Weltuntergang? Ich krieg bitte 2 Schrotpatronen. Und als Vorspeise nehme ich eine kleine Packung 9mm. Jeha! So. May she guide you. Ach, hat sie den Guide zu dem Spiel geschrieben und deswegen... Jetzt verstehe ich. Deswegen wird sie verehrt. Das macht Sinn, ne? Dass die Guide-Autorin innerhalb des Spiels eine Göttin ist. Logisch. Aha. Noch mehr Schrauben. Hey, jetzt haben wir aber, glaube ich, wirklich ein kleines Schraubengewitter. Was auch immer das bedeuten soll, diese Metapher. Könnt ihr euch jetzt was vorstellen? Ein kleines Schraubengewitter haben wir jetzt in unseren Taschen. Auf jeden Fall. Und damit können wir vielleicht ein kleines Waffen-Upgrade machen bei der nächsten Werkbank. Töten wollen. Ich störe sie höchstens bei ihrer Backgammon-Runde. Was ist Backgammon? Ich gehe vorne rein, hol mir das Zeug und komme wieder. Du bleibst hier, ja? Ja.